Sehr geehrte Damen und Herren, werte Medienvertreter, ich darf Sie herzlich zur heutigen Pressekonferenz der OCS Capital Bulls begrüßen. Ich warte schon ewig drauf, dass ich, wir haben einen Livestream heute dieser Pressekonferenz. Ich begrüße auch alle Zuseher zu Hause an den Bildschirmen. Herzlich willkommen. Gernot Mach, Präsident der OCC Capital Bulls, ein neuer Name, eine neue Zeitrechnung. Wie siehst du das? Ja, genau so ist es. Ein neuer Name, eine neue Zeitrechnung, eine neue Vision oder zumindest die alte Vision, aber neu definiert. Und ja, wir sind sehr zuversichtlich für die Zukunft. Heute wurde vorgestellt auch der neue Trainer. Ich glaube, da kann man begeistert sein, oder? Ja, sicher. Da ist uns sicher ein ganz großer Wurf gelungen, hundertprozentig. Wer Herrera kennt, weiß, dass wir jetzt mit diesem Trainer wirklich das Maximum, glaube ich, zurzeit erreicht haben, was möglich ist. Speziell jetzt immer überhaupt in Österreich und international sowieso. What do you think about the players in Kapfenberg? Which players will start in September? We are going to make at the beginning an short roster. I love to work with young players. In the past, I worked in Real Madrid, in Malaga and Valladolid with young players, also in Portugal. So I think that I know how we can develop them. And for me, it's very important that we have this academy player in the first team. It's very important. I know that it's difficult for them to compete sometimes because they are young. But I would like to keep the best player in the academy in the first team. Okay, so what we are going to try now, because for me the 70% of the success of the season is to build a good team. So now we are working very hard to find the best player for the club. We are looking for new player or three, depending of Brett, the center that we have last season. Stadtrat Matthias Bachanek, viel Neues bei den Bulls. Wie wichtig ist für die Stadt Kapfenberg diese Erneuerungen? Ja, ist für uns eine total wichtige Geschichte. Die Bulls sind ja jahrelanger Partner der Stadt. Ist ein ganz wichtiger oder einer der wichtigsten Vereine, den wir haben. Und jetzt gehen wir in den nächsten Schritt, in eine große Zukunft und auf das freuen wir uns schon vor und auf die nächste Saison. Danke. Wir haben heute gehört, Kapfenberg will wieder mehr international mitspielen. Wie klingt das für euch? Ja, ist natürlich großartig. Es wird natürlich ein längerer Weg werden. Man darf sich, glaube ich, auch im ersten Jahr nicht allzu viel erwarten. Aber da wird es schon, also österreichweit sicher ganz stark bergauf gehen. Und das ist eine langsame Aufbauphase. Aber irgendwann werden wir dann auch international mitspielen können. Wir haben heute auch gehört, die große Gemeinschaft bei den Bulls. Ich glaube, das ist auch für die Stadt ganz wichtig, dass das Geld auch wieder in der Stadt bleibt. Ja, also die Bulls, dieses We are Family, was immer ein Slogan war, des Lebens auch wirklich. Und da ist es natürlich auch als Stadtverantwortliche sehr angenehm, wenn man das zusammen macht. Und es kommt auch relativ viel zurück von den Bulls. Von dem ist das natürlich super für uns. Lieber Christian, du bist neuer Sponsor mit OCS Capital Bulls. Warum sponsorst du hier und was ist dir wichtig? Ich habe das heute schon angedeutet und auch in der Vergangenheit. Ich bin im Basketball groß geworden. Basketball hat mir das gegeben, was ich heute bin. Da gibt es zwei Städte, das eine ist Gmunden, das andere ist Kapfenberg und Linz, wo ich halt zu Hause bin auch. Und aus dem heraus war für mich immer klar, wenn ich etwas zurückgeben kann, dann gebe ich es an diese zwei Organisationen und das ist eben Bulls und das ist Gmunden und das ist Linz-Wels im Damenbereich. Und das ist der Ausdruck von mir, Herzblut. Und es freut mich also, dass ich immer ein bisschen was zurückgeben kann, was mir damals gegeben wurde. Ich bin, was ich heute bin. Dein Wunsch haben wir heute schon gehört, wäre ein Finale Gmunden gegen Kapfenberg. Wo liegt da dann dein Herzblut? Für wen wirst du da halten? Der Michael hat etwas gesagt, das kann ich nicht so vertreten. Das Schöne ist dann, du kannst dich zurücklehnen, weil entweder links oder rechts gewinnt. Für mich wäre das Schönste, wenn dieses Finale zustande kommt, weil das würde Österreich zeigen, was man mit Engagement, mit allem rundherum, wenn alles passt, erreichen kann. Mein Herz schlägt für beide Seiten. Ich verhalte mich dann ein bisschen neutral als solches. Aber in dem Fall muss ich sagen, ist dann für mich Basketball das Wichtigste und dass beide im europäischen Niveau Österreich vertreten können. Jetzt waren wir beim europäischen Niveau. Du hast ja auch mal Basketball gespielt. Wird man dich auch wieder mal unterm Korb sehen? Entschuldigung, das war eine der besten Fragen, die ich bis jetzt gekriegt habe.
Ich habe nur 2014 im österreichischen Senioren-Nationalteam gespielt, habe mir nach 45 Sekunden die Achillessehne gerissen, weil man eben als alter Depp ein bisschen, ja, halt, der Kopf will immer mehr, als was der Körper dann noch kann. Das europäische Niveau ist für mich jetzt ein Test, den Verein und die Vereine zu unterstützen. Sportlich muss ich ein bisschen was an mir selbst arbeiten, aber basketballerisch könnt ihr die trotzdem nur gegen ein paar Junge antreten, wenn es ums Werfen geht.